heute zu einer schönen Runde Sport mit mir. Ich freue mich sehr, heute mit euch Gas zu geben. Wir machen heute ein kleines Hip-Training, das bedeutet, wir wollen den Puls heute ein bisschen nach oben bringen. Wir wollen dafür sorgen, dass wir ein bisschen schwitzen, gute Laune haben und ja, wir starten natürlich wie immer mit einem kleinen Warm-up. Ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, euer Tempo und eure Intensität selbst zu bestimmen. Also wenn ihr zwischendurch das Gefühl habt, der Puls geht zu hoch und ihr fühlt euch nicht gut dabei, dann reduziert einfach die Geschwindigkeit oder geht halt einfach in die Basic-Variante bei den unterschiedlichen Übungen. Das ist ganz wichtig. Also hört auf euren Körper und wenn ihr das Gefühl habt, es wird euch zu viel, gerne einen Gang runterschalten. Aber wenn ihr das Gefühl habt, es ist noch ein bisschen Luft nach oben, dann gerne auch mal ein bisschen rauswandern aus der Komfortzone und gerne auch mal ein kleines Stückchen vielleicht an die Grenze geben, sodass man wirklich auch hinterher spürt, dass man ordentlich was getan hat. Darum geht es heute. Wir wollen wirklich mal dafür sorgen, den Puls in die Höhe zu treiben und jeden einzelnen Muskel in unserem Körper zu spüren. Ein reines Bodyweight-Training, das bedeutet, ihr braucht keinerlei Equipment, nur euren eigenen Körper. Gute Laune, ein bisschen Motivation, ein Getränk und zum Schluss nochmal eine Matte. Gut, ihr merkt schon, die Musik im Hintergrund ist ein bisschen schneller. Das bleibt auch dabei, aber es sind wie gesagt ganz einfache Übungen, die wir alle aneinander reihen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir starten mit einem kleinen Warm-up, um alles einmal ein bisschen durchzumobilisieren. Let's go! Musik ein bisschen lauter. Okay, auf geht's. Wir marschieren locker am Platz, ziehen die Arme schön aktiv mit und starten mit einem Step-Touch. Die Arme gehen ganz locker, ganz entspannt erstmal mit. Genau. Jetzt gehen die Arme hoch. Langstrecken. Noch viermal, dreimal, zweimal. Jetzt gehen die Arme vor. Zieht mal die Ellenbogen schön nach hinten. Jawohl. Wir verändern die Arme. Bizeps Curl. Einfach nur die Ellenbogen beugen und strecken. Zwei mehr. Lass die Beine geöffnet. Side to side. Einfach nur verlagern. Von links nach rechts. Vier mehr. Noch zwei. Und wir ziehen die Arme mit. Lang nach oben. Jawohl. Viermal. Drei mehr. Zweimal. Beide Arme. Lang. Genau. Schön lang nach oben strecken. Und jetzt die Arme schwingen. Ganz entspannt. Von links nach rechts. Vier mehr. Drei mehr. Achtung. Die Ferse hoch. Lecker. Zieht mal die Ferse zum Po. Noch vier. Drei mehr. Zweimal. Seitliche Knee-Lift. Tap, tap. Oberkörper leicht eindrehen. Zieht, zieht. Hoch, hoch. Die letzten. Noch acht. Sieben. Sechs. Machen wir die letzten vier. Zwei mehr. Wir lassen die Beine geöffnet. Bleiben hier. Und jetzt verlagern. Von rechts nach links. Schiebt mal den Po nach hinten raus. Genau. Noch achtmal. Sieben mehr. Sechs. Noch viermal, drei mehr, zweimal,
Wir bleiben seitlich. Die eine Hand absetzen, die andere Hand mit. Und jetzt federn wir mal. Kurze Bewegung. Und wir wechseln die Seite. Schieb den Po tief. Noch vier. Drei mehr. Zweimal. Wir kommen zur Mitte. Rollen uns nach oben auf. Gut. Von hier aus drehen wir von links nach rechts. Zieht mal die Ellenbogen nach hinten. Noch acht. Siebenmal. Sechs mehr. Noch vier. Drei mehr. Wir starten mit einem Squat. Let's go. Und die Arme strecken wir nach oben. Lang. Jawohl. Tief, lang. Tief, lang. Macht euch oben noch ein bisschen länger. Für die letzten. Acht mehr. Sechs noch. Jetzt noch vier. Noch zwei. Der letzte. Bleibt mal tief. Und jetzt mal die Beine strecken und beugen. Strecken, beugen, strecken, beugen. Etwas schneller. Machen wir die letzten vier Stück. Viermal. Drei mehr. Zweimal. Und wir rollen uns nach oben auf. Perfekt. Das war unser Warm-up. Ich hoffe, ihr seid bereit für die erste Runde. Wir kombinieren immer zwei Übungen miteinander. Belastungszeit, knappe 45 Sekunden bei 40 Sekunden Sitz und 15 Pause. Ja? Zieht mal die Knie ein bisschen höher. Immer eine Übung. Ein bisschen Puls nach oben und eine Übung ein bisschen mehr statisch, ein bisschen mehr Kraft. Erste Übung, schau, Hüpp, Touch, Jumping Jack vor. Optional, machst du den, let's go. Jawohl, Hüpp, zieh, vor, zieh, vor, zieh, vor. Schön die Arme auf Spannung bringen. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, letzter, stopp. Zweite Übung, Ausfallschritt links, drei, zwei, eins, Kick. Anstelle des Kicks geht auch ein Tap. Los geht's. Entweder Tap oder Kick. Kick. Eins, zwei, drei, Kick. Mach es so, wie es passt. Komm, nochmal. Komm, Kick. Bleib immer schön lang im Rücken. Die letzten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, letzter. Pause. Seitenwechsel. Gleich beginnen wir. Macht euch bereit. Zeit beginnt. Jetzt. Tief, tief, kick, kick, tief, 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 kick. Sehr gut, Scheitelpunkt schön zur Decke. Und du entscheidest, wie gesagt, ob der Fuß vorgeht oder nach vorne ran. Komm, noch acht.
7, 6, 5, 4 mehr, 3, 2, letzter Stock. Sehr gut. Runde 2, wieder der Jump mit dem Punch. Du bist bereit? Go! Zack, zieh, zieh, hoch, vor. Genau. Noch 8, 7, 6, 8 Stück mehr. Jetzt noch 6. Noch 4. Und Pause. Sehr gut. Hol Luft. Atme durch. Runde 2. Go. Ein Kick. Mach noch ein bisschen lauter. Und nochmal, komm. Tief. Hop. Kick. Nochmal. Die letzten 8. Noch 8. 7. 6. Noch 4, noch 3, 2, letzter. Seitenwechsel. Noch 4, 3. Unsere Zeit beginnt. Let's go. Rock, kick, tief, 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 go, tief. Noch 30. Zack. Zack. Tief. Zack. Das sieht gut aus. Komm. Ich gebe euch die letzten 8. 8. 7. 6. 5. Komm. 4. 3. 2. Und Stopp. Durchatmen. Gut. Runde 3. Und damit die letzte. Jump. Wie gesagt, du kannst auch immer zurückgehen in die Basic-Variante, wenn du nicht springen magst. Schön mit Energie. Zieh. Zieh. Perfekt. Die letzten. Nur noch 8. 7. 6. Machen wir noch 4.
Macht euch bereit. Wir wechseln noch einmal die Seite. Hintere Ferse hoch. Bauch fest. Go. Kick. Tief. 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 Kick. Das sieht gut aus. Macht schön weiter. Nochmal, let's go. Tief, 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 kick, tief. Woo. Weiter. Ich gebe euch die letzten 8 Stück. Kommt mit mir, noch 8. 7, 6. Machen wir noch 4, 3, 2 und stopp. Perfekt. Das war der erste Block. Insgesamt 45 Sekunden Pause. Ihr könnt einen Schluck trinken, wenn ihr wollt. Nächste Runde. Sieht wie folgt aus. Knie nach oben. Fersen hoch. Ready? Komm. 1, 2, 3, 4. Ihr könnt auch das machen. Ferse. Knie. Die Ferse. Oder ihr macht das Ganze gelaufen. Hoch. Mehr Energie. Zack, 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 zack. Hüp, hüp, hüp. Zack, zack, zack. Hüp, hüp, hüp. 8 Zeiten noch. Und nochmal. Letzter. Und Pause. Zweite Übung. Komm tief. Du gehst. Schau mal. 3, 2, 1. Jump. Komm. Jump. Optional zum Springen. Geht auch 2-mal federn. Und dann zur Mitte gehen. Oder 1, 2, 3. Hep. Komm, zieh durch. Jawohl. Die letzten 8 mehr. Nur noch 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und stopp. Gut. Durchatmen. Runde 2. Tiny Runs. Fersen. Oder marschieren. Komm. Und hep, hep, hep. Zieh, zieh, zieh. Jawohl. Komm. Und 1, 2, 3, 4. Gut. Nur noch 8 Zeiten. Und Rückluft. Der Puls geht hoch. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr habt noch gute Laune. Macht euch bereit. Hopp. Komm. Zieht. 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 Hopp. Auch hier bleibt ihr gerade im Rücken. Der Bauch ist fest. Beide Füße gleichmäßig belasten. Die Knie schauen leicht nach außen. Komm. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Gut. Zweite Runde durch. Durchatmen. Runde 3. Ready? Let's go.
7, 6, 5, 4, 3, 5, Leute. Atmet durch. Gut, dass ich mir auch ein Handtuch mit hochgenommen habe. Typisch Franzi. Handtuch vergessen. Aber das ist noch ein Shirt. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit geschindet. Runde 3, 4, 3. Final round. Komm. Tief, tief, tief. Hüpf. Arme lang, Knie nach außen. Der Po geht tief. Komm, wir strengen uns nochmal richtig schön an jetzt. Das sieht gut aus. Wuhu. Ich gebe euch die letzten 8 Zeiten. Jetzt, komm, tief. Sehr gut. Machen wir es noch 2 Mal. Und der letzte. Wuhu. Ah. Fertig. Wenn ihr den Schluck trinken wollt, macht es jetzt. Holt euch die Matte. Nach innen gezogen. Komm.
bisschen weiter. So, Freunde, die letzten. Nur noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und anstrengend. Rückenlage. Oh, nee. So was Gutes. Normalerweise liegen hier oben bei mir 10 Handtücher. Da weiß ich gar nicht, welches ich zuerst und zuletzt benutzt habe. Jetzt ist gar keins hier. Let's go! Komm. Wenn ihr nach oben kommt, denkt daran, die ganze Luft auszuatmen. Komm, noch 30 Sekunden. Die letzten 15. Noch 7. Noch 6. Oh. Komm, zieh durch. Entschuldigung. Schön an der eigenen Spucke verschluckt. So kann man auch ein bisschen schummeln, ne? Ein Arm noch. Und zwar beginnen wir mit ihm jetzt. Komm. Leute, das ist die dritte Runde und damit die letzte. Wir ziehen und ziehen. Jawohl, schön gerade bleiben im Rücken. Lange Bewegungen. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jump.
Ihr entscheidet. Andere Variante. Ihr könnt auch einfach nur zurückrollen und euch aufsetzen. Let's go. Komm. Ihr entscheidet euch für die Variante, die zu euch passt. Zack.
7, 6, 5, 4, 3 und nochmal zur Seite. Bauchmuskulatur. 3, 2, wir starten. Endspurt. Komm, schiebt und vor. Das sieht gut aus. Eieiei. Noch 30 Sekunden. 7, 6. Weiter. 4. Ich gebe euch die letzten 15. Ab jetzt nur noch 8. 7 mal. 6. Macht noch 4 Stück mehr. 4. 3. 2. Der letzte. Oh. Fertig. Ihr habt es. Streckt euch lang aus. Die Arme lang und die Beine lang. Klitzekleines Stretching. Okay. Ei, ei, ei. Kurz durchatmen. Stellt beide Beine auf, streckt die Arme zur Seite, legt beide Beine geschlossen über die linke Seite und euren Kopf zur rechten Seite. Auf die nächste Sporteinheit mit euch. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.